Ja, grüß euch Leidln. Und zwar sind wir das letzte Mal stehen geblieben da auf Toulon. Am Schiff habe ich da abgebrochen. Und ja, jetzt habe ich mich da vor das Schiff gesetzt und wir haben diese Mission da, waren bei den Assassinen, sind da nicht sehr willkommen aufgenommen worden, haben da noch ein paar Leute retten müssen und jo, war jetzt einmal der Hauptstory-Teil. Was ich angekündigt habe, wo ich ein bisschen drüber geredet habe, war dieses Flottenthema. Das möchte ich aber sehr wohl herzeigen. Allerdings brauchen wir, bevor wir eine gescheite Flotte machen können, auch ein paar gescheite Schiffe. Und das wird jetzt mein Ziel sein, ein paar Schiffe aufzutreiben. Jetzt schauen wir mal genau, wo wir da sind. Was sind wir da drüben? Ah ja, da ist alles mit Force eingedeckt. Das ist eigentlich nicht so die bevorzugte Gegend. So, haben wir da irgendwo... Oh, das wäre natürlich da interessant. Das wäre total interessant, das Dingens hier. Geldgewinn hoch. Das ist so eine Art Schatzschiff oder was auch immer. Und ich könnte eigentlich eine Schnellreise hierher machen. Geht das? Nö. Ah, das muss hell sein. Aber ich könnte hier eine Schnellreise her machen. Und könnte mir dann dieses Dingens holen. Das ist da schon wieder in der Nähe eines Forts. Das ist natürlich ein bisschen doof. Egal. Ich fahr mal hierher. Egal. Gut, machen wir Schnellreise dahin. Mal schauen, dass wir ein paar interessante Schifferln kriegen. Weil ich erhoffe mir doch mit dieser Flottengeschichte da, dass man da auch ein bisschen Kohle verdienen kann. Und genau die Kohle brauche ich ja unbedingt für mein Schiff, weil ich möchte das unbedingt aufrüsten. Und ja, dazu brauche ich natürlich Kohle. So, haben wir wieder Ladezeit. Ladezeit. Und zurück und zurück und zurück. Jetzt haben wir es. Okay. Ja gut, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht wirklich her, weil ich möchte ja aufs Wasser. Oh, hopp. Ah, das nervt. Komm, und jetzt lass dich einfach fallen. Danke. So. Gut. Ja, in See wollen wir stechen. So. Und wir haben wieder einen Ladebildschirm. Hula. Jo. Was wir auf alle Fälle gekriegt haben als geiles Feature ist das Blasrohr. Ich denke, das ist recht eine coole Sache. Was ich jetzt wieder vergessen habe, was ich eigentlich in Toulon noch machen wollte, war diese Brüllaffen-Geschichte. Aber jetzt schauen wir da mal. Man kann da nicht immer alles machen. So, wo ist denn das Dingens? Da unten ist es. Da muss ich da links rum. Oder ich kann rechts rumfahren. Ich fahre rechts rum. Alle Segel, Bewegung! Ein Schotthorn an die Schoten! Steuerbord! Er treibt Beute vorbei, Captain! Ja, die nehmen wir uns eh die Beute. So, was haben wir da vorne für einen Freund? Einen Schoner, der Stufe 11. Was hat der geladen? 70 Rum. Oh, 70 Rum ist aber verdammt gut. 70 Rum ist gut. Das bringt Kohle. Feuer! Gefechtsrollen!
Auf dein Zeichen, Captain! So. Feuer! Okay. Feuer! Bereit zum Start! Und wir haben sie schon. Lehnsegel einholen! An die Geithaue! Na gut. Die werden wir natürlich gleich entern. Okay, und damit das Entern nicht immer so fad ist, werde ich das jetzt nicht da mit diesen Drehpassen machen, sondern ich werde das wieder klassisch machen. Allerdings möchte ich mir hier dieses und die Schwerter. Ja, okay. Wo schießt der darüber? Du weißt, da bin ich auch schon blöd. Wo ist denn das Schiff? Ah ja, ist er da. So. Okay. So, haben wir den Dicken einmal auch erledigt. Oh. Jawohl, der war schön. Der war doch schön, der Move. Nice. Naja, der 70 Rum und der 20 Zucker, der ist schon leiwand. Bekannt jetzt gerade verringern? Nein, muss ich nicht unbedingt. Ich nehme das einfach einmal in die Flotte auf. Ja. Gut. So, und wir müssen... Oh, was ist denn da drüben? Eine Brick mit Metall 98. Jawohl, das brauchen wir ja für Kanonen aufrüsten. Oh, das zeigt er mir auch schon an. Ah, jetzt holen wir uns einmal da die Brick. Habe ich noch Mörser? Mörser habe ich voll. Oh, was ist denn da? Da ist noch ein Schiff. Oh, eine Fregatte. Und... Sind das? Das ist ein Engländer. Oh, und das ist ein Spanier. Sehr gut. Das heißt, ich kann da ruhig ein Schiff angreifen und hoffen, dass mich nicht gleich das zweite Schiff angreift. Ich hole mir natürlich gleich einmal da den dicken Eumel, weil Fregatten wären schon leiwand. So. Oh Gott. Jetzt drehen wir uns darüber. Und kriegst eine volle Breitseite. Oh, ich muss Segel setzen. Ah, hab da geschossen. Nein, hab ich nicht geschossen. Oh ja, jetzt hat er geschossen. Scheiße. Schlechtes Timing. Aber kriegst gleich einmal eine reingeballert. So, die nächste. Und die nächste. So, aber jetzt haben wir's. Okay. Jetzt werden wir's entern. Hoffen wir, dass man die Brick nicht gleich angreift. Nö, greift mich nicht an. Also mit seiner Fregatte kann ich es jetzt schon aufnehmen. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings Voraussetzung, sie ist einzeln. Also gegen mehrere Schiffe, da glaube ich... Okay, da muss ich jetzt Flagge des Feindschiffes zerstören. Na gut, jetzt werde ich aber diesmal schon ein bisschen mit den Kanonen vorarbeiten. Ach, Notzen 2. So. Da hinten auf der Brücke spielt sich viel ab. Okay. So. Da stehen auch eine Menge rum. Na super, die haben wir mit einem Schuss und da auch noch welche. Jawoll, 12 von 15. Jetzt muss ich nur noch die Flagge. Die Flagge nehme ich an, ist oben. So.
habe ich mir dann gedacht, dass da Freunde rumhängen auf der Fregatte. Wieso treffe ich den nicht? Kann man das ja sagen? Na schau, gibt's das auch? Alter Schwede. Weißt was? Das wollte ich nicht. Nein, dann machen wir es halt umgekehrt der Reihenfolge. So, 14 haben wir schon. So, den einen da jetzt noch kommen, geht drauf. 15, jawohl. So, oh Gott. Ich will da nur rauf. Komm, lasst mich einfach da. Na. Spack die Steuerung wiederum. So. Oh nein, scheiße. Ah, was mache ich? Oh Gott. Nein. Das ist in die Hose gegangen. Und nur weil diese Steuerung da mal wieder so rumgespackt hat. So, jetzt ist natürlich das andere Schiff weit weg, ne? Nein, der wäre noch immer da. Okay, ich fahre jetzt da rechts um die Insel rum. Das war jetzt natürlich schwerer Fehler, das gebe ich zu. Da mache ich das Schiff so schön fertig. Habe ich jetzt eigentlich wieder, wo sehe ich denn das da? Die Ladung zuerst auch verloren? Nein, die dürfte ich noch haben. Sehr gut. Ah, das war wirklich Käse. Käse war das. Wart mal, Captain! Schiffbrüchiger! Schätze, er lebt noch, Sir! So, mal schauen, nicht dass ich jetzt... Oh, jetzt ist das Dingens weg. Nein. Ah, nein, da unten ist es. Ah, da unten ist es. Ah, da. Markierung hinsetzen. Naja, ah, der Schoner kann man gern, kann mich gern haben. Na, wenigstens sind die Leute happy, wenn's noch ich nicht schon bin. Da so deppert versagen, der nicht rauf. Dann oben, ich hab geblockt, aber ja. Backbord! Da drüben treibt ein Manzer! So, holen wir uns vielleicht das Schiff da. Backbord, Captain! Er treibt Beute von in diesen Gewässern, Captains. Sieht man da schon was? Nö. Aber es ist nicht mehr weit. Müsst gleich. Ich hoffe, es kommt nicht wieder Sturm, bitte. Jawohl, das ist es. Das probieren wir jetzt auch noch zum Entern. Überlebender hier, Master! So. Okay. Naja, ein bisschen Schaden macht das schon, aber halt nicht allzu viel. Oh, 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 jetzt rammen wir sie. Ich habe eh schon so einen Rammsporn. So. Okay. Ah, scheiße, dreh rüber, dreh rüber. Was dreht denn das Schiff nicht? Was ist denn da vorne? So. Oh Gott, der nimmt mich ganz schön unter Beschuss. So,